Kapitel 3.4, Aufgabe 3. Welche Kontinente liegen südlich des Äquators? Das ist ja eine Aufgabe, die wir gerade schon fast hatten. Wir hatten ja gerade die Länder ausgegeben und ich soll jetzt den Namen des Kontinents ausgeben. Also brauche ich hier nur Kontinent, den Namen des Kontinentes angeben. Dafür brauche ich natürlich die Tabelle Kontinent. Die Breite soll kleiner als 0 sein, das ist schon ganz richtig. Da wir ja diese beiden Tabellen hier verknüpfen, muss die Verknüpfung natürlich bestehen bleiben und hier unsere neue Verknüpfung noch, muss noch mit dazu. Also und noch von der Tabelle Land der Kontinent genauso groß wie vom Kontinent der Kontinent. Und dann habe ich meine fünf Kontinente, die jetzt südlich des Äquators liegen. Jetzt könnten sich natürlich einige vielleicht fragen, was ist das denn? Europa südlich des Äquators. Stimmt das denn überhaupt? Und dann gucken wir uns mal eben Europa an. So, haben wir eine schöne Weltkarte mit Europa. Sehe ich gerade nicht. Dann nehmen wir eine Weltkarte. So, Europa ist ja hier dieser Teil. Der Äquator verläuft allerdings erst irgendwo hier bei Afrika. Und jetzt ist so die große Frage, warum liegt denn Europa auch südlich des Äquators? Dann würde ich das jetzt so machen, dass ich mir einfach mal die Orte ausgebe, die da noch südlich liegen. Dann gucke mir die mal an. Und ach so, und natürlich die von Europa. Die aus Afrika ist klar, dass die südlich liegen. Also und vom Kontinent der Name soll sein Europa. Ja, und dann gibt es hier anscheinend ein paar Orte, die angeblich südlich des Äquators liegen. Dann nehme ich mir mal diesen Ort hier und gucke doch mal, wo der denn so liegt. Ein bisschen klein hier. Ich weiß nicht, ob er es erkennt, aber es liegt hier irgendwo im südlichen Afrika eine Insel. Ja, oder was hatten wir noch als Ort? Na, ein bisschen klein. Oder den nächsten Ort hier. Liegt auch auf dieser Insel. Haben wir denn noch eine andere Insel? Ich weiß gar nicht gerade immer, wo die so liegen, diese Orte. Auf jeden Fall seht ihr, Europa hat so ein paar Inseln noch, die zugeordnet sind, die südlich des Äquators liegen und deswegen wird hier einfach Europa noch aufgezählt, dass es angeblich südlich liegt.